Ja, super, genau. Und dann starten wir auch gleich da, wo wir ihn auch entdeckt hatten. Ja, komm, gleich haut er mich nochmal tot. Wie gesagt, ich habe jetzt gerade hier keinen Plan. Okay, hier lang könnte es funktionieren. Oder auch... Ah! Speichert. Dankeschön. Ja, sehr schön. Na, ich hätte, glaube ich, noch auf N drücken müssen, ne? Notizen war das, genau hier. Das heißt, wir müssen zum Rückkopf Monster erschaffen. Das ist doch. Naja, immer sind die Deutschen die Bösen, ne? Oh mein Gott. Dr. Rosette, sagt der Antrieb, haben wir unterschiedliche Auswirkungen. Okay. Da fehlt's Klo. Ja, macht mal weiter. Ja. Rowdies in der Schule, ne, sag ich da nur. Genauso benehmen sie sich hier, wie kleine Kinder. So, Türe wieder schön zumachen. Und dann schauen wir uns hier doch wieder gewaltig um. Da ist ein bisschen Gors. Das ist nicht so gut. Okay, dreh das Gas ab, um zur Luftschleuse zu bekommen. Wo ist denn das Ding? Wieder sonst wo, ne? Ja, gut, wir haben es jetzt zumindest relativ einfacher. Wir müssen ja nur den Rohren da oben folgen. Relativ. Ich warte eigentlich nur darauf, dass es gleich wieder bzzz, bzzz geht. Und irgendjemand diese dusselige Säge in unserer Nähe anschmeißt. Hier sehe ich wieder gar nichts. Ah. Das war psychisch, politisch motivierte Operationen. Ach du Scheiße. Wallrider fortsetzen. Versuch das auch immer nur so ein bisschen zu überfliegen für mich selbst, damit ich nicht zu lange unterbreche den Spielfluss. Meistens war es dann auch beim Schneiden und Rendern lese ich es mir dann nochmal durch. Guten Tag! Bin die Nachtschwester! Oh, er klopft wenigstens an. Also, zumindest ist der Kerl in der Hinsicht freundlicher als andere Kneller. E237. Hm. Ich sehe auch die Rohre nicht mehr, ne? Verdammt. Ich hoffe mal nicht, dass ich jetzt völlig verkehrt gerannt bin am Ende. E237. Nö, ich glaube nicht. Wir gucken uns trotzdem mal. Oh, hier ist einer. Komm hin. Frage ist, kommen wir da rein? Jawohl. Minimal vorhersehbar, oder? Ah. Das nennt sich dann wieder Möglichkeiten zur bösen Flucht. Verdammt, ist das dunkel hier drinne. Da kommen wir nicht hoch. Haben wir irgendwas Schönes vielleicht? Nicht wirklich.
Mann, der mit seinem Klopfe geht mir leicht auf den Schnürsender. Hat er nicht so langsam mal so seinen Schädel durch? Da kommen wir auch. Und rein da. Problem ist ja, wo ist der Schnürsender, der mir so auf den Keks geht? Hallo, wo bist du? Vielleicht noch drin im Tee. Leer. Langsam hat er einen im Tee. Gut, dass ich noch was zu trinken habe. Ich weiß, das ist eine Unart von mir, dass ich immer trinken muss. Ja, okay, wir können ja eh nur das hier machen, ne? Ich versuche mich hier mal gerade leise durchzuschleichen. Ah! Schnell hoch da! Hoch da! Irgendwie habe ich gewusst, dass das passiert. So, da kommen wir durch, dann sind wir wieder in Sicherheit. Für wie lange ist die Frage, aber zumindest kurzzeitig. Sehr kurzzeitig, wenn ich mir das hier angucke. Ich höre wieder irgendwo was Gasiges. Okay. Die ist zu. Das ist vielleicht sogar ganz gut. Sie war zu. Das ist vielleicht ganz gut. Schön, Batterien, die kann man immer gebrauchen. So, hier ist einer rein. Der hat sein Zimmer gewechselt, Mensch, der kleine Lump. So, immer schön die Türen schließen. Man weiß ja nicht, wer da hinterherkommt. Jo, wo sind wir denn hier gelandet? Gibt's hier was Schickes für uns? Irgendwas zum Spielen? Und viel Schokolade! Nee, nur ein komisches Betriebssystem. Ah, und die Gaskammer. Ja, kann ich verstehen. Ich kann verstehen, dass die Wachen hier. Die Wache hier ganz zu glücklich ist, hier drin zu sein. Weil hier ist ja doch relativ sicher. Und wie kann ich denn das dusselige Gas jetzt hier mal abstellen? Nee. Dann machen wir halt aber die Tür auf. Ha. Also haben wir einfach den Raum jetzt hier umgangen, oder was? Nee, plieste pluste Kure, ne? Das Scheißding muss doch noch irgendwie aus. Das kommen wir doch da nicht durch. Das ist doch hier der Raum, wo wir durch sollen, oder? Hallo? Ready, ready, ready. Ist hier denn wirklich alles rettig? Okay. Habe ich irgendwo was übersehen, was wichtig ist? Es scheint mir gerade so. Verdammt, dürfen wir jetzt echt nochmal laufen? Zum Gasroom. Da sollen wir vielleicht unterlang schleichen. Nee, das hier ist ein anderer Raum. Wir sind hier irgendwie vorbeigekommen. Ah. Es speichert. Speichern ist nie gut.
Niemand ist hier. Wo ist dieser Pappenheimer wieder? Ja, komm, ist ja egal. Wir müssen hier möglichst schnell durchkommen. Hier unterm Gas hindurch. Na! Ah, lauf doch nicht zu, du Schlamperich, du, laufe! Scheiße! Okay, das ist echt mies. Wir können also quer durch den Gasraum rennen, mehr oder weniger. Das ist schon mal nicht gut zu wissen. Verdammte Helle, wo soll hier das Gasventil sein? Wo müssen wir hier lang? Der Raum sieht wichtig aus, da kommen wir ja her. Okay. Er kann nicht gesehen haben, dass wir hier reingegangen sind. Das ist eigentlich unmöglich. Natürlich weiß er, wo wir sind. So. Verdammt nochmal, was soll man hier machen? Was schreit der? Oh, ich bräuchte mal eine Karte von dieser Anstalt. Ja, brr, brr. Ja, er kommt, glaube ich, näher. Ich finde es nicht gut, dass ich nicht mehr höre. Ah. Verdammt, wo ist der? Hier sind die scheiß Rohre. Hier ist es auch nicht. Kommt auch nur Gas rein. Ich glaube, ein dummes Versteck eigentlich hier im beleuchteten Raum. Und es ist echt unschön, dieses Geräusch zu hören. Und nicht zu wissen, wo der Doofkopf steht. Zumindest weiß er anscheinend im Moment auch nicht, wo wir stehen. Es hört sich an wie hinter mir, also da. Das kann sogar sein. So viel dazu. Verpiss dich, lass mich in Ruhe. Ah, verdammt nochmal. Ich sehe sowas einfach irgendwie nie, wenn ich verfolgt werde. Können wir nicht die Verriegelungstüren irgendwie aktivieren? Das Problem ist, wenn ich das jetzt zumache, da kommt der hier doch rein, der Mistkerl. Oh mein Gott.
Nee, ich will hier raus! Oh, mein... Okay. Wie üblich folgen wir einfach mal den Blutspuren am Boden. Da will ich rein, du Arsch! Mit Ohren! So, jetzt hier aber! Oh mein Gott! Und es speichert an dieser Stelle. Und genau an dieser Stelle werden wir jetzt erstmal eine Aufnahmepause machen. Ah, vielen Dank fürs Einschalten, Zuschauer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Outlast Whistleblower. Und nicht vergessen, ihr, genau du da, kannst mir sehr helfen, indem du die Videos bewertest und kommentierst und natürlich auch den Kanal weiterempfiehlst. Also, tschö.